In der sechsten Folge von Dragon Ball Daima erfahren wir einige durchaus spannende Details über den Ursprung der Kaioshins, entdecken neue Star Wars Anspielungen und begegnen einem rätselhaften Charakter, der möglicherweise auf andere Werke von Toriyama anspielt, die außerhalb von Dragon Ball entstanden sind. Panzi ist der Grund für den Absturz des Schiffs, da sie zu viel Gepäck eingeladen hat, was die Motoren überlastete. Doch als Technikgenie, das Bulma in nichts nachsteht, übernimmt sie sofort die Verantwortung, das Problem zu lösen. Dabei wird enthüllt, dass Panzi keine Ahnung hat, wer Shin wirklich ist. Sie weiß lediglich, dass er ein Glind ist, aber nicht, dass diese Glinds in Wahrheit Gottheiten sind. Auf dieses Thema kommen wir später noch genauer zu sprechen. Goku sorgt erneut für Lacher, indem er Glorios Namen falsch ausspricht, was dieser ihm prompt als Absicht auslegt. Gokus berüchtigte Angewohnheit, Namen falsch auszusprechen, ist hier einmal mehr ein Running Gag. Und es bleibt nicht bei einem Mal. Im Verlauf der sechsten Folge macht er denselben Fehler erneut. Die Vielzahl an Star Wars Referenzen in Dragon Ball Daima setzt sich auch hier fort. Diesmal gibt es eine Hommage an die Sturmtruppen. Eine Gruppe von Daima-Versionen dieser berüchtigten Soldaten nimmt Shin, Glorio und Panzi ins Verhör, weil sie Informationen über einen mysteriösen Jungen mit einem roten Stab suchen. Die Szene erinnert stark an den Moment aus dem Star Wars-Film von 1977, in dem die Sturmtruppen auf Tatooine die Droiden befragen, die nach ihrer Flucht aus der Rettungskapsel gesucht werden. Ein interessantes Detail der sechsten Folge ist die Anspielung auf die Trennung der drei Dämonenwelten. Es wird angedeutet, dass es äußerst selten ist, dass Bewohner dieser Welten zusammenkommen. Der Grund dafür bleibt vorerst ein Rätsel, aber vielleicht wird das in kommenden Folgen genauer erklärt. Eine humorvolle Szene dreht sich um Shin, der Goku bittet, seine Frisur zu ändern, damit er nicht so leicht erkannt wird. Doch wie wir alle wissen, ist Gokus Haar unveränderlich, ein typisches Merkmal der Saiyajins. Selbst wenn seine Haare geschnitten werden, kehren sie fast sofort wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurück. Die bedeutendste Enthüllung der Folge betrifft das Hintergrundwissen über die Herkunft der Kaioshins, das leicht abgewandelt wurde. Panzi fragt Shin, ob es stimmt, dass die Glins von Bäumen stammen. Toriyama hatte ursprünglich erklärt, dass die Kais aus Früchten eines heiligen Kaiju-Baums hervorgehen. Dunkle Früchte werden zu Makaioshins, während goldene Früchte zu Kaioshins werden. Doch nun wurde dieser Aspekt in Dragon Ball Daima von Toriyama erneut überarbeitet. Der Baum heißt jetzt Glindbaum und hat die Form einer Zwiebel. Statt Früchten scheinen die Glinds selbst pflanzenartige humanoide Wesen zu sein. Außerdem erwähnt Goku, dass die obersten Kais nichts essen, sondern ausschließlich Flüssigkeiten zu sich nehmen. Dies erinnert an eine andere Spezies aus der Dämonenwelt, die ebenfalls nur trinkt, nämlich die Namekianer. Interessanterweise stammen die Namekianer auch aus der zweiten Dämonenwelt. Wenn man genau hinschaut, erkennt man in einer Szene dieser Welt im unteren linken Bereich etwas Bemerkenswertes. Ein namekianisches Raumschiff, exakt das gleiche Modell, das wir aus Dragon Ball Z kennen. Daraus lässt sich schließen, dass Namekianer und Glinds möglicherweise miteinander verwandt oder anderweitig verbunden sind. Diese Verbindung ist spannend, denn die erste Figur in Dragon Ball, die als Gott bezeichnet wird, ist ein Namekianer. Nach all den Jahren zeigt sich also, dass die Namekianer nicht nur als Vorläufer oder entfernte Verwandte der obersten Kais gelten könnten, sondern dass beide Spezies zahlreiche Götter hervorgebracht haben, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dämonenwelt. Der oberste Kai enthüllt zudem, dass Degetsu und Dr. Arinzu vom gleichen Glindbaum abstammen und daher Geschwister sind. In der zweiten Dämonenwelt gibt es jedoch insgesamt 5 solcher Bäume. Stammt man von einem anderen Baum, besteht keine Verwandtschaft, was auch für Kibito und den alten obersten Kai gilt, der Gohans Kräfte freisetzte. Shin erklärt weiterhin, dass Degetsu die Gruppe der Kais nicht begleitete, um die Außenwelt zu erkunden, weil er zu ehrgeizig war. Darüber hinaus wird es immer offensichtlicher, dass Dr. Arinzu eine Wissenschaftlerin ist, die offenbar von Towa aus Dragon Ball Heroes inspiriert wurde. Eine weitere neue Erkenntnis ist, dass in dieser Folge enthüllt wurde, dass Glinds kein festgelegtes Geschlecht haben. Sie sind weder eindeutig männlich noch weiblich. Obwohl Shin und Degetsu maskulin wirken und Dr. Arinzu feminin erscheint, spielt dies für die Glinds keine Rolle. Da sie von Bäumen geboren werden, pflanzen sie sich offenbar nicht durch Partnerschaften fort. Seit dem Start von Dragon Ball Daima wird darüber diskutiert, wie stark Toriyama sich von Star Wars inspirieren lässt. Und besonders diese Folge liefert dafür erneut ein weiteres Beispiel. Panzi erwähnt, dass die dritte Dämonenwelt 2 Sonnen hat, was an Luke Skywalkers Heimat Tatooine erinnert. Auch dort gibt es 2 Sonnen. Und die Szene mit den Zwillingssonnen ist eine der ikonischsten Momente aus dem allerersten Star Wars Film aus dem Jahr 1977. Toriyama zollt hier offensichtlich einem Werk Tribut, das ihn in seiner Jugend prägte. In der sechsten Folge von Dragon Ball Daima wird außerdem enthüllt, dass Glorio für einen speziellen Auftrag von jemandem aus der ersten Dämonenwelt engagiert wurde. Nach zahlreichen Spekulationen und Gerüchten in den vergangenen Wochen und Monaten wird nun offiziell bekannt, dass Glorio eine dunkle Seite hat. Im Verborgenen arbeitet er mit Dr. Arinzu zusammen. Nach Dabras Tod entbrannte ein Machtkampf um den Thron des obersten Dämonenkönigs. Dr. Arinzu und Glorio planen, Goku zu instrumentalisieren, um Goma zu stürzen und selbst die Macht zu übernehmen. Doch was genau steckt hinter Glorios Motiven? Dienen sie wirklich
wirklich einem höheren Zweck oder sind seine Absichten ebenso egoistisch und finster wie die seines Komplizen? Wäre das Dämonenreich unter Dr. Arinzus Herrschaft tatsächlich besser dran oder würde sie nur eine weitere Tyrannin werden? Könnte Glorio am Ende seine Loyalität überdenken und sich auf die Seite des Guten schlagen? Im Verlauf der 6. Folge von Dragon Ball Daima wird die gesamte Gruppe von einem Monster gestört, das bereits in der Höhle lebt. Die Situation erinnert an klassische Motive, wie sie etwa in Star Wars Das Imperium schlägt zurück vorkommen. Dort wird Luke Skywalker von einem Wampa gefangen und in eine Eishöhle verschleppt. Gleichzeitig könnte die Kreatur eine Hommage an frühere Werke von Toriyama sein. Ein Beispiel wäre der Drache aus Dragon Ball, der eine ähnliche Farbpalette wie der Minotaurus dieser Folge aufweist. Zwar handelt es sich dabei um Filler-Material, das nicht von Toriyama selbst stammt, doch der visuelle Bezug könnte dennoch bewusst gewählt sein. Darüber hinaus erinnert der Minotaurus stark an die Figur aus Toriyamas Videospiel Blue Dragon. Beide greifen das Motiv des scheinbar furchteinflößenden, aber letztlich eher harmlosen Monsters auf. Glorio und Goku streiten zunächst darüber, wer gegen den Minotaurus antreten soll, entscheiden sich jedoch, ihre Kräfte gegeneinander zu messen. Zunächst kämpft Goku in seiner Basisform, bevor er sich transformiert. Dabei wird auch Glorios magische Fähigkeit enthüllt. Er kann Elektrizität und Blitze aus seinen Händen erzeugen. Ein Hinweis auf die magischen Talente der Dämonen, die bereits in der 5. Folge von Dragon Ball Daima durch Panzi angedeutet wurden. Natürlich führt das Ganze wieder zurück zu Star Wars. Denn in Star Wars wissen die Sith Lords, wie man sogenannte Machtblitze einsetzt. Das erste Mal sehen wir das in die Rückkehr der Jedi-Ritter, als der Imperator Machtblitze auf Luke Skywalker schleudert. Wenn man auf die Farbe der Machtblitze und die Art, wie sie sich über den Bildschirm bewegen, achtet, erinnert das stark an das, was Glorio in dieser Folge tut. Glorio ist äußerst geschickt im Einsatz dieser Angriffe. Wie beim Imperator kommen sie direkt aus seinen Fingerspitzen und die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Daraufhin konzentriert sich Goku so gut er kann mit Geist, Körper und Seele, um erneut in den Super Saiyajin-Modus zu gelangen, diesmal jedoch mit Leichtigkeit. In diesem Moment greift Glorio erneut mit seinem Blitzangriff an, der direkt auf Goku zusteuert. Aber Goku wehrt ihn mit bloßen Händen ab. So etwas können in Star Wars nur die stärksten Jedi-Meister, darunter Yoda. Panzi hält das natürlich für Magie, aber in Wahrheit sind es einfach nur seine Super Saiyajin-Kräfte. Und dann haben wir da noch den feigen Minotaurus, der versucht, sich heimlich davonzuschleichen, weil er weiß, dass er gegen beide keine Chance hat. Ganz wie Mr. Satan hat er natürlich eine Ausrede parat, nämlich Bauchschmerzen und haut ab. Währenddessen hat Bulma bei Capsule Corp das Schiff des obersten Kai repariert, Kibito. Vegeta und Piccolo machen sich endlich bereit, in die Dämonenwelt aufzubrechen. Aber ein Problem taucht auf. Das Schiff beginnt zu versagen und stürzt ab. Damit endet auch die 6. Folge von Dragon Ball Daima. In der nächsten Folge wird Goku Tamagami Nummer 3 in der 3. Dämonenwelt treffen und um die dämonischen Dragon Balls kämpfen. Wird Vegeta es ebenfalls dorthin schaffen? Das werden wir wohl in der nächsten Folge herausfinden. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Liked bitte dieses Video und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um zukünftig keine Videos zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.